1000 Erwerbsminderungsrenten wegen Post-Covid im Jahr 2022 durch die Rentenversicherung bewilligt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Covid-19-Erkrankung, Post-Covid und so weiter ist ein hochbrisantes Thema. Am 12. Juli 2023 gab es im Fernsehen eine hochinteressante Sendung. Dort hat sich eine Dame über den Herrn Karl Lauterbach ein wenig aufgeregt, weil der Herr Lauterbach in der Vergangenheit gesagt hat, dass er was heißt ein paar Millionen, doch viel Geld in die Post-Covid und in die Covid-Forschung reinstecken möchte, weil doch so viele Menschen in Deutschland unter einer Covid-Erkrankung gelitten haben und davon jetzt noch ungefähr 335.000 Menschen in ärztlicher Behandlung sind, obwohl sie die Covid-19-Erkrankung als Akuterkrankung schon hinter sich gelassen haben und offensichtlich an einer Post-Covid-Erkrankung leiden. Und das Ergebnis dieser ganzen Geschichte ist, das kann ich heute schon mal sagen, dass die deutsche Rentenversicherung insgesamt im Jahr 2022 1.100 Erwerbsminderungsrenten wegen Covid-19 bewilligt hat, davon alleine 1000 EM-Renten als Post-Covid-Erkrankung. Und das ist schon mal eine Riesenhausnummer, wenn wir uns vor Augen halten, dass die deutsche Rentenversicherung im Jahr 2021 nur 89 EM-Renten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bewilligt hat. Davon sage und schreibe 13 EM-Renten als sogenannte Post-Covid-Erkrankungs- Ich sag's mal, EM-Renten bewilligt hat. Also Sie sehen schon, 13 EM-Renten Post-Covid im Jahr 2021 und jetzt sind es allein 1000 EM-Renten Post-Covid im Jahr 2022. Das ist schon ein gewaltiger Sprung. Und wir sehen auch anhand dieser Zahlen die Brisanz dieses Themas, wie viele Menschen in Deutschland an Post-Covid überhaupt leiden. Post-Covid, darunter versteht man ja zum Teil schwere, sogar schwerste Erkrankungen, Beschwerden, die nach einer akuten Infektionsphase von 4 Wochen fortbestehen und immer wieder neu auftreten. Post-Covid beschreibt das Krankheitsbild mehr als 12 Wochen nach einer Corona-Infektion. Mit Post-Covid waren Ende 2022 rund 335.000 Menschen in Deutschland in Arztpraxen in Behandlung. Das ist eine Wahnsinnszahl und hinter dieser Zahl steckt wirklich eine irrsinnige Leidensgeschichte für viele der Betroffenen, aber auch leider mit einem nicht so glücklichen Happy End, dass viele von denen, sei es Lehrer, sei es Busfahrer, sei es Krankenschwestern, sei es auch Ärzte oder vielleicht sogar auch mal ein Rechtsanwalt, der davon betroffen ist, nie wieder in ihrem angestammten Beruf in Aktion treten können und leider dann auch eine Rente wegen Erwerbsminderung in Anspruch nehmen können. Und glauben Sie mir bitte eins, wir haben uns auf dieses Thema Post-Covid oder Covid-19-Erkrankung in unserer Kanzlei wirklich spezialisiert. Keiner dieser Menschen, die wir hier vertreten, die auch durch uns schon eine EM-Rente bekommen haben, sind wirklich froh darüber, dass sie erwerbsgemindert sind. Es hilft zwar ein bisschen im psychologischen Bereich, dass man diesen finanziellen Druck vielleicht nicht mehr hat, um zu überleben zu müssen oder überleben zu können. Aber letzten Endes, die EM-Rente ist kein Ersatz dafür, dass man möglicherweise hier Heilung sucht nach einer Long-Covid-Erkrankung, dann mit dauerhafter Post-Covid-Erkrankung und mit den entsprechenden Problemen, die da einhertreten. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, dann können Sie sich gerne auf rentenbescheid24.de melden. Unsere Kontaktadresse heißt info@rentenbescheid24.de oder kontakt@rentenbescheid24.de. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.